fortgeschrittene Speicherverwaltung. Sie wissen es ja schon ein bisschen, wir sprechen immer am Anfang darüber, was sind die Lernziele und Kompetenzen. Daraus ergibt sich ja immer, was wir quasi heute durchsprechen. Und heute hatte ich mir vorgenommen, dass Sie bis zum Ende von der Vorlesung die Ursachen von Segmentierung verstehen und auch verstanden haben, was eigentlich Segmentierung bedeutet oder ist. Ich hoffe, dass Sie bis zum Ende verstehen, wie wir freie Speicherbereiche verwalten können, also speziell im System, und dass Sie ein bisschen die Grundlagen des Pagings kennenlernen und auch Translation Lookaside Buffer kennenlernen an der Stelle. Ja? So, da schauen wir uns das mal an. Da ist mir nur was aufgefallen, was wir letzte Woche hatten, und deswegen starte ich einfach mal nochmal mit einem kleinen Exkurs, und zwar wollte ich mal mit der von Neumann gegenüber der Harvard-Architektur sprechen. Und zwar, wir hatten jetzt da immer drüber gesprochen, wie wir mit Speicher umgehen und dass man auch der Code im Speicher liegt. Ne? Und wie war denn bisher die Einteilung vom Adressraum? Ne? Wir haben irgendwas reingeladen. Das heißt, wir hatten statischen Programmcode an der Stelle. Der liegt hier oben zum Beispiel in dem Codesegment für den Programmcode. Hier liegen also die Programmanweisungen, auf Englisch die Instructions. Das ist jetzt in unserem Fall von 0 KB bis 1 KB. Und dann gibt es eben den Heap und den Stack. Der Heap startet hier von 1 KB bis 2 KB. Der allokiert dynamisch den Speicher für die Datenstrukturen. Das ist ein C typischerweise mit malloc und der wächst positiv. Dann haben wir noch den Stack hier unten. Das sind lokale Variablen, Argumente von Routinen, Rückgabewerte, also alles, mit dem Sie normalerweise programmieren. Und der wächst dann entsprechend negativ. Das heißt, beide Speicherbereiche hier oder beide Speicherarten wachsen so in diese Mitte, bis eben jetzt das Programm eigentlich keinen Speicher mehr hat und dann beim Betriebssystem anfragen müsste, dass es mehr Speicher braucht. So. Da gibt es jetzt eine Konsequenz, da ja alles im gleichen Speicher liegt, bedeutet das, dass alle Speicherzugriffe, also zum Beispiel Variablen lesen und schreiben, aber auch diese Instruktionen laden hier oben, das läuft über den gleichen Datenbus im System. Na, und das ist typischerweise als von Neumann-Architektur bekannt. Das heißt, ich habe hier unten in der Mitte einmal so ein Bussystem, da laufen Adressdaten oder Adressinformationen, die Daten und die Steuerbefehle laufen alle über einen Bus. Und jedes Mal, wenn die CPU hier oben mit einer Eingabe, mit der Ausgabe oder mit dem Speicher kommunizieren möchte, läuft das eben über diesen einen Bus. Und das ist so diese typische Architektur, die Sie eigentlich Stand heute von einem PC kennen. Und demgegenüber gibt es noch eine andere Architektur. Und das ist übrigens auch das, bevor wir jetzt die andere anschauen, das ist auch das, was bei uns zugrunde liegt. Ja? Also wenn wir jetzt über den Speicher sprechen und eben alle drei Datenarten in dem Speicher liegen, dann sprechen wir eigentlich genau von dieser Architektur, von der von Neumann-Architektur. Und jetzt gibt es noch eine andere Architektur. Das ist die Harvard-Architektur. Und in der Harvard-Architektur ist die, was wir vorher als CPU hatten, also das Rechenwerk hier oben, haben wir immer noch, wo dann wirklich die Berechnungen durchgeführt werden. Wir haben das Steuerwerk und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Einmal wird hier mit der Eingabe-Ausgabe kommuniziert, dann gibt es hier einen Befehlsspeicher und dann gibt es rechts nochmal den Datenspeicher. Das heißt, ich habe jetzt die Befehle, die Instruktion, wo mein Programmcode liegt und meine eigentlichen Daten getrennt. Und wenn ich mir das anschaue, jetzt hat natürlich jede Art und Weise so ihren Vor- oder Nachteil. In der von Neumann-Architektur, da gibt es etwas, das lernen Sie vielleicht in Rechnerarchitekturen oder haben das schon mal gehört, den von Neumann-Flaschenhals. Das ist, weil eben alles durch diesen einen Bus läuft, also Datenbefehle laufen alle durch diesen einen Bus. Das wird immer noch gelehrt als von Neumann-Flaschenhals, aber praktisch gesehen ist das Stand heute eigentlich gar nicht mehr relevant. Durch Caches ist das Stand heute kein Engpass mehr. Ne? Also Befehls- und Speicherzugriffe sind Stand heute weitestgehend entkoppelt. Das heißt, den Nachteil, der ist eher akademisch Stand heute. Der Vorteil, den Sie haben, ein Bus macht das Programmieren wesentlich einfacher. Das eine ist, Sie haben keine Race Conditions. Race Conditions ist eigentlich, wenn Sie zum Beispiel auf Daten warten und der Befehl noch nicht geladen wurde oder Sie wollen irgendwas machen und die Daten sind noch nicht geladen. Und dann gibt es ja eben auch die Dateninkohärenz, die es hier nicht mehr oder die es nicht gibt auf dem Bus. Das heißt, Sie haben eigentlich oder überlegen sich, Sie haben Stand heute eine Multi-CPU, ein Multi-CPU-System und der Datenbus führt eigentlich dazu, dass Sie immer ein deterministisches Programm haben, auch bei einer Multi-CPU. Das heißt, alles, was über diesen Bus läuft, läuft sequenziell darüber ab. Ja?
Bei der Harvard-Architektur funktioniert das so nicht, weil sie eben diese Befehls- und Datenzugriffe parallelisieren können. Wenn Sie in das Bild eben denken, Sie können quasi in beide Richtungen gleichzeitig sprechen. Und das hat jetzt das Problem, dass zum Beispiel Sie könnten jetzt einen Befehl laden, aber Sie müssen noch die Daten nachladen. Oder Sie haben die Daten schon geladen und Sie müssen den Befehl noch nachladen. Das heißt, da muss man sich plötzlich drum kümmern. Bei der Von-Neumann-Architektur würde das in der Form nicht passieren, weil das eben alles nacheinander über den Bus läuft. Die Harvard-Architektur, die finden Sie Stand heute tatsächlich noch oft in der Signalverarbeitung, da man da ein wesentlich besseres, reproduzierbares Verhalten hat. Das hat dann was mit diesen Caches zu tun. Aber es gibt eben einen Nachteil, Sie müssen mehrere Adressräume verwalten. Sie haben ja plötzlich zwei so Systeme. Also ich greife jetzt einmal hier rüber, weil es gibt tatsächlich ein System, wo Sie wahrscheinlich auch zu Hause oder in irgendeinem Experiment schon mal so eine Harvard-Architektur verwendet haben. Und zwar ist das so ein typischer Arduino hier. Der hat einen Atmel AVR-Prozessor drauf. Und hier gibt es einmal ein Flash. Das ist da, wo Sie mit dem Arduino-Studio Ihr Programm hochladen. Das ist das bleibt persistent in dem Flash gespeichert. Und dann haben Sie dann nochmal ein SRAM drauf, also ein Static RAM drauf. Da liegen nachher Ihre Variablen drin, wenn das Programm läuft. Na, und das sind diese beiden Speicherbereiche, die dann entsprechend adressiert werden müssen. Na, das heißt, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal so eine Harvard-Architektur auf so einem, na, wie heißt es so schön, Einplatinencomputer in der Hand gehabt. So, also das als kleiner Exkurs zu den Architekturen und damit Sie auch wissen, von welchen Speicherbereichen wir hier eigentlich sprechen.